Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. Ich habe erstmal noch eine Schlacht zu fighten, nämlich Gelb greift Minas Tirith an. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich habe ja auch extra, das habe ich mir ja vom letzten Ringkrieg gemerkt und übernommen. Das kann ich auch gerne erzählen. Ich lasse ja immer eine Einheit in der Festung stehen, damit da halt kein Angriff auf die Festung passiert. Und dementsprechend gibt es jetzt ein automatisch Berechnen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ja, das muss nichts Wow, heißen. okay. Das muss nichts heißen, weil gerade das mache ich ja deswegen nicht, damit oder nicht bei den Gegnerfestungen, weil wie gesagt, weil das automatisch berechnen grundsätzlich Na, von wow, Nachteil für uns ist. mich hat er besiegt, Ist das? Alter. Das meine ich. Wow. Das meine ich. Die Zwerge sind schon heftig, ne? Also mich hat er Ich, die echt, Festung also meine und. Feste. Ah gut, also klar, ja, es hat sich natürlich dort jetzt aufgerieben halt, ne, Ja, in Minas auf Tirith, jeden Fall. ne? Aber, ne? Dich, die Festung, hat er platt gemacht. Ich habe jetzt hier noch eine Schlacht, die ist, ja, automatisch berechnen. Irgendwie, ja, wir sehen es ja. Ein Held gegen einen Bogenschützen, gegen einen Helden gegen einen Bogenschützen. Ja, gucken wir mal. Ja, aber es soll halt Tschüss, ein Einheit. Endkampf haben, glaube ich. Keine, absolut keine. So, guck mal, nicht mal die Hälfte habe ich ihm platt gemacht. Nicht mal die Hälfte ist von seinem Balken runter. Er wird seine Einheit noch haben, bestimmt. Ja, nee, gefallene Einheiten, gefallene Einheiten 0, genau. So. Jo. Das hat richtig gut funktioniert. Naja, was soll's? Das müsste es gewesen sein. Hier unten durfte ich nichts bekommen. Das ist okay. Nee, So. das Stadtgebiet sollte an der Stelle verloren sein, denke ich mal. Ja, so. So, der Grüne agiert in Okay. der Hinsicht schon wieder schlau. Ich habe hier unten quasi zwei Helden eingekesselt und ich bin von beiden, überall wo ich hinziehen kann, habe ich eine Armee vom Grünen stehen. Also wie gesagt, die Armee reagiert schon extrem schlau. Da musste wirklich gut reagieren, gut mitmachen, damit da überhaupt irgendwo irgendwas irgendwie gescheißert bekommst. Aber ja, wir werden sehen, was wird. Wir werden sehen. Das ist das Einzige, was man sehen kann. Was wird. Oder so. So, okay. Ja. Nun gut. Okay. So, hier kann ich noch was machen. Dann kann ich ja mal hier und hier. Vielleicht hilft das ja was. Und dann kann ich mal dahin und dorthin und das hin. Naja. Na Ja, gut, gucken wir einmal mal. dorthin gehen. Ich bin fertig. Ich habe irgendwie nicht so viel zu tun. Ich weiß auch nicht, wie Ja, das bei dir das ist. kann halt natürlich, das ist natürlich durchaus möglich. Ja, ich Ne? drücke noch nicht auf Dingens, da könnt ihr euch nämlich so noch mit angucken. Sagen wir es mal so, die letzte Runde wird es vermutlich noch nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass du zwei Gebiete bekommen könntest. Meine Vermutung. Na gut. Bekommen. Na, mal Ja, gucken. genau. Ne? Okay, Wenn hast du schon man richtig beendet? Hast zieht. du schon Ich habe noch beendet? nicht beendet, ich beende jetzt mal. Okay, Wenn beende man richtig mal. zieht, aber ich weiß halt nicht, wo Okay. der Also Tirith hinzieht. wenn du deinen Hexenkönig nach unten gezogen hast, behältst du das Gebiet, also beholst du dir ein Gebiet auf jeden Fall. Das ist schon mal Ja, safe. das war auch die Das wirst du Option, die auch ich vermutlich angehe gemacht haben, wurde. weil Genau. nach oben kannst du nicht gehen. Links kommt Elrond, bleibt also im Grunde nur noch unten. Und die eine Fellbestie hier wird wahrscheinlich auf, wie heißt das denn hier? Das ist hier Totensümpfe wahrscheinlich ziehen. Das Gebiet wirst du auch bekommen, weil Nee, den tatsächlich wird grünen. keine Fellbestie auf die toten Sümpfe ziehen. Nein? Oh, Nein. okay. Oh, okay. Naja, ist halt so. So, mach Okay, mal. na, bin ich mal gespannt. Fellbestie, der Angriff wurde tatsächlich zurückgeschlagen. Da habe ich halt auf der verkehrten Seite in Anführungsstrichen angegriffen. Wobei man das halt nicht riechen kann. Ich sehe ja nicht, wo der hinzieht. So. Gut. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe die Schlacht am Schwarzen Tor, aber du bist erstmal mit einer Schlacht dran, glaube ich, weil ich kann noch nichts Wo habe ich machen. denn eine Schlacht? Ah, hier habe ich eine Schlacht. Oh, das wird wahrscheinlich. Oh. Verschluckt. Ah, okay. Gelb holt sich das Gebiet. Okay. Interessant, tatsächlich. Ja, so ist gelb. Gebietsholig. Schön. Ja, gelb holt sich jetzt sein Gebiet wieder zurück. Okay, gut. Haben wir noch eine Schlacht irgendwie zu fighten? Also ich nicht, Ich glaube ich. hab noch Ah, eine. doch, Du musst halt. hier oben ist noch Ach, einer. du hast noch eine, genau. Aber meine zeigt es nämlich immer noch nicht an. Ist aber auch automatisch berechnen an der Stelle. Nur denn.
Da wird sich Gelb aber aufreiben. Ja, genau so ist es. Gelb hat sich aufgerieben. So, dann machen wir hier unten mal ein automatisch berechnen und mal gucken, was bei von meinen Armeen übrig bleibt. Weil eigentlich, wie gesagt, zwei Helden, eigentlich müsste ich das gewinnen, aber der macht es immer leichter. So. Sieht schlecht aus. Ja, gegen zwei. Nö, nee, ja, ich hab schon verloren. Wie gesagt, im Prinzip, das hat angefangen und dann war alles runter bei mir. Ohne dass der andere Verluste hatte. Oh. Ja, wie gesagt, jetzt kommen noch die ganzen Gebietsboni noch dazu, ne? Brauchen wir nicht darüber reden. Aber es ist. Naja, gut. Das könnte vielleicht sogar schon die Niederlage sein, vielleicht doch. Weil du jetzt am Ende der Runde sozusagen kein Gebiet hast. Doch, also doch ein Gebiet hast. Ich bin ja runtergezogen, das eine habe ich. Aber meine Helden abbieten konnten sich halt. Ja, genau. Okay. Mhm. So. Okay. Jawohl. Jawohl, jawohl. So ist es halt. Es ist, wie es ist. Mist. So, naja, gut. Dann will ich machen. So, ich bin fertig. Hast du das gedacht? Nein, hätte ich nicht gedacht. Puh, ich drücke mal auf Phase beenden. So. Ja, okay, gut. Das wird lass auf jeden Zeit. Fall. Lass dir Zeit. Beeil dich. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dich nicht stressen. Mach hin, aber lass dir Zeit. Schneller, lass dir Zeit. Alles gut, das ist nur psychologische Kriegs, lass dir Zeit. Führung. Hier ist übrigens hier Wodka mit Schuss drin. Sieht nur aus wie Cola. Ja. Ich trinke auf meinen Sieg, meinen epischen. Denn egal was ist, Dylan verliert. Ich habe einen Helden namens Dylan. Dylan verliert. So. Und sonst so? Ja, ich bin gerade noch am Ziehen und Tun und Gucken. Und bei deinem kleinen Gebiet kann das doch nicht so schwer sein. Weiß ich nicht. Meinst du, es ist irgendwie ein bisschen größer als dein? Weiß ich nicht, warum. Ja, weil du mich geärgert hast. Du bist schuld. Und ich bin Mordor. Das sieht gut aus. Sieht man ja aus. Schon in den Büchern und Filmen. Mordor verliert immer. Okay. Gut, gucken wir mal. Gut, warte, warten. Okay, gut, beides. Du bist damit. Ne, ein Gebiet wirst du dann noch haben, wahrscheinlich. Okay. Ja. Gut, ja. Haben wir irgendwas? Also ich habe momentan nichts. Okay, gut. Also wir haben auch keine Fights gerade gegeneinander. Nee. Doch, ich habe zwei Kämpfer, aber du musst auch irgendwo eine haben, weil ich kann nicht anwählen. Ah, nee, du bist raus, du bist tot. Du bist tot. Sehe ich noch nicht. Mach du erstmal. Mach du erstmal. Ich habe keine Kämpfe. Ah doch, jetzt habe ich einen Kampf. Ja, aber du bist tot. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, dann bin ich halt tot. Tote töten länger. Oder so. So, jetzt habe ich eine Schlacht. Automatisch berechnen. Hey, ich habe ein bisschen länger durchgehalten, wurde aber trotzdem vernichtet. Naja, wie gesagt, logisch. Auch der NPC verliert natürlich mit mir an Boden. Mhm. Und da kann dann meiner auch gegen den anderen nichts mehr viel ausmachen. Ja. Besiegt. Phil besiegt. Bestiert. So. In dem Moment, du das Phase 2 gegen 1 gewinnen? Nö. Echt nicht? Okay. Dein Gegner Black Mask wurde vernichtet. Ja. Verstehe gar nicht warum, weil hier unten war doch keine Einheit. Eigentlich hätte ich da bisher siegen das Gebiet beanspruchen müssen. Oder was muss ich denn? Das war genau. Ach, das war ja Gelb. Ah, oh, schon wieder. Wir müssen echt die Farben richtig verteilen. Das nächste Mal müssen wir. Ich habe das nicht zum ersten Mal. Wir müssen die Farben so verteilen, dass der eine halt definitiv so Rotfarben hat, warme Farben und der andere irgendwie Dinge sich verwechselt. Ich schäme mich. Aber es ist halt so. Gut, dann hat du jetzt noch ein bisschen zu tun, wie beim letzten Mal. Da bin ich ja leider auch als erstes ausgescheidelt. Siehst du noch was auf der Karte? Oder? Nee. Bei mir wird schon das Ende angezeigt. Mach du einfach komplett durch. Okay, ich werde mal kurz gucken. Ich genieße dich noch im Ringkrieg oder im Dingens. Ach nee, das ist ja vorbei. Warte mal. Mhm. Mal kurz gucken.
Ich würde sagen, ich, da du jetzt dabei bist, werde ich einfach, läuft ja eh asynchron, das heißt, der Ringkrieg ist hier an meiner Stelle für mich dabei. Du wirst noch zu Ende spielen. Ich verabschiede mich schon mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe mal von aus, der ist am 27.12. Ja, wir wollten mindestens den Dezember durch haben. Wir werden schon noch einen starten. Bin ich mir sicher. Oder? Ja, doch. Genau. Ne? Genau. Und vielleicht habe ich mal was anderes als eine scheißböse Rasse. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich auch schon Mordor oder ich weiß nicht, was das letzte Mal. Ich kriege in letzter Zeit per Zufall immer nur böse Rassen. Das nächste Mal machen wir zwar trotzdem per Zufall, aber gehen dann halt wieder raus. Wir können es ja so machen, dass du dann, sagen wir es mal so, dass wir den Ringkrieg dann neu starten, wenn du eine böse Rasse bekommst. Das ist ja okay. Ja. Ich glaube, das kann man akzeptieren. Ich glaube, das ist akzeptabel, glaube ich. Genau. Und wir starten. Ich gucke jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon was bringt. Eigentlich haben wir ja nur die Festung sozusagen. Genau. Deswegen, weil wir starten den Ringkrieg auch nur, wenn du etwas anderes immer außer Mordor bekommst. Oh, wird knapp. Okay. Naja. Okay, gut, die eine Festung habe ich schon mal. Das sieht schon mal an. Nee, eigentlich ist es nur noch eine Festung. Ja gut, dann bleibe ich halt noch drin. Das Ziel war ja eigentlich Schlacht schlagen in Harad. Ja, ja, das ist mir eigentlich tatsächlich recht egal. Genau. Mach du mal weiter. Ich verabschiede mich hier auf meinem Kanal, weil das bringt nichts, dass ich die Folge hier unnötig verlege. Ihr guckt ja eh nicht mehr zu. Guckt beim Dü rein, denn da gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Bis zum nächsten Mal, bis denn und tschö von meiner Seite. Okay, gucken wir mal. Und damit ist gewonnen. Sehr schön. Du hast die benötigte Anzahl an Territorien Mittelerdes erobert. Sehr schön. Klicken einmal auf Weiter. Du willst mich doch verarschen. Ich verabschiede mich und du sagst, ja, jetzt habe ich gewonnen. Das hättest du mir auch gleich sagen können, dass du kurz davor stehst. Ja gut, dann bin ich in dem Fall noch da. Hallo, das ist ja kein Problem heutzutage. Da geht man einfach mal einen Schritt zurück. Nicht so lange. Ja, das ist... Ja, eigentlich, wir hatten ja nur noch eine Festung, die... Das war sehe ja ich doch nicht. Na gut, okay. Also dann können wir uns auch genauso gut gemeinsam verabschieden. Nochmal gucken hier wegen den Einheiten, also am Anfang... Ich bin schon raus, also ich kann da nichts mehr gucken, aber du kannst gut, ja... Ne? Genau. Ich gucke mir das an. Genau. Guck mal, also Grün auf jeden Fall schon von Anfang an relativ stark gewesen, was die Einheiten anging. Wir beide sogar relativ schlecht, muss man sagen. Ja. Und dann irgendwann hat sich das halt natürlich in gewisser Art und Weise dann gedreht. Gebäudetechnisch. Dann halt nicht, da warst du am Anfang viel, viel stärker gewesen, hattest natürlich auch ein bisschen mehr Gebiete gehabt, das war okay. Wollte ich gerade sagen, das lag Territorien daran. Auch so, hatte sogar 15, 16 Gebiete gehabt am Anfang und dann ging es sukzessive halt leider bergab bei dir und beim Endstand sieht es eben genauso aus. Ansonsten, was haben wir noch irgendwie gespielt? Runden haben wir ja 18 Stück, haben wir gespielt. Wir haben irgendwie was Interessantes, vielleicht Verhältnis besiegter gefallener Einheiten. Na gut, aber gut, das ist natürlich auch bei Mode auch nochmal was anderes halt auf jeden Fall. Gewonnen, das ist natürlich auch eine gute Statistik. Gewonnene Einzelspieler schlachten 8 Stück bei mir und verloren habe ich 7 Stück. Siege, Niederlagen dann 1,14. Und ja, viel mehr steht hier an der Stelle nicht. Ja, das war auf jeden Fall der Ringkrieg 1 von 2020. Wird auf jeden Fall noch einen zweiten geben an der Stelle. Genau. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich gebe mir beim nächsten Mal mehr Mühe. Du hat ja dann die 20% Ding jetzt noch mit drauf. Ach, sag mal 30, komm, scheiß drauf. Gleich 50. Genau. 50, wobei 45 ist, glaube ich, Maximum. Ja, gut, dann ich glaube 90 ist Maximum. Ja, wie dem auch sei, das war's auf jeden Fall von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao. Tschüss.